Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Im letzten Video habe ich ja die grundsätzliche Konstruktion eines Satteldachs geplant und jetzt soll es um die konkreten Maße gehen. Und da möchte ich einmal die zeichnerische Möglichkeit mit der rechnerischen Möglichkeit vergleichen. Zunächst einmal gucke ich mir die Konstruktion an, wie ich sie mir gedacht habe und überlege, welche Maße ich tatsächlich brauche. Ich brauche einmal nur die Hälfte vom Dach, weil das Dach symmetrisch ist. Und dann brauche ich zum Anzeichnen mit dem Alpha-Winkel die Vorderkanten jeweils, wo ich dann die Lotrisse machen kann. Und hier unten auch noch die Oberkante von dem Waageriss. Die Waagerisse mache ich sonst über das Obholz, über die Obholzlinie, die ich mir anzeichnen kann. Und kann dann das Ganze, die ganze Klaue anzeichnen. Außerdem brauche ich noch für die Fürstlasche die Länge und für den Pfosten die Länge, damit ich das auch zuschneiden kann. Ich übernehme jetzt die wichtigsten Maße einmal hier aus der Zeichnung, die ich gleich brauche, um das Ganze zu rechnen und zu zeichnen. Zunächst einmal die halbe Gebäudebreite, weil ich ja nur die Hälfte zeichnen bzw. mit der Hälfte rechnen muss. Dann den vorgegebenen Dachüberstand. Das rechtwinklige Obholz als ein wichtiges Maß, was wir bei der Vorüberlegung, bei der Planung uns überlegt haben. Das sind die 18 cm. Auch den Sparren haben wir dimensioniert mit 8 auf 22. Und die Fette, die war noch nicht dimensioniert, die setze ich hier mit 16 auf 28 fest. Die Maße rechnet der Statiker normalerweise aus. Und das hängt davon ab, wie viele Auflagepunkte man für die Fette schaffen kann, wie stark die denn tatsächlich sein muss. Die Pfosten sollen 16 auf 16 Hölzer sein. Und die Fürstlaschen sollen aus Brettchen hergestellt werden, 22 mm stark und 12 cm breit. Der Abschnitt am Fußpunkt, also dieser Lotabschnitt, soll 5 cm sein und alles weitere ergibt sich. Ach nein, die Dachneigung beinahe vergessen, die ist natürlich 42 Grad. Beide Varianten habe ich schon mal gezeigt in einem Video, das verlinke ich hier nochmal. Und jetzt zeichne ich parallel und rechne gleichzeitig auch. Bei der Rechnung fange ich mit einer Skizze an, bei der Zeichnung mit der Traufhöhe. Die Skizze ist dafür da, um zu sehen, welche Maße man denn tatsächlich berechnen muss. Nachdem die Trauflinie gezeichnet ist, kann ich die Oberkante vom Sparren einzeichnen. Mein Maßstab ist hier mit 1 zu 20 festgelegt. Wenn man im Dachbereich mit 1 zu 20 zeichnet, muss man sehr genau zeichnen und trotzdem wird es dazu Abweichungen kommen. Den Maßstab von 1 zu 20 habe ich gewählt, weil das gerade ebenso noch aufs Blatt passt. Bei der Zeichnung immer noch bei den Vorüberlegungen, während ich hier schon die Oberkante vom Sparren eingezeichnet habe und die Fürst, also die Mitte des Gebäudes. Hier jetzt die erste Vorderkante, die berechne ich über den Cosinus. Ich muss ja immer das Maß auf dem Sparren haben und ich habe das Grundmaß von 1 Meter für die erste Vorderkante. Die Mitte des Gebäudes kenne ich auch, da habe ich ein Grundmaß von 5 Metern. Also genau das gleiche, die gleiche Rechnung wieder über den Cosinus und dann die Vorderkante. Da muss ich einfach nur die halbe Fette abziehen und kann dann auch wieder über den Cosinus das fortlaufende Maß auf der Sparrenoberkante berechnen.
In der Zeichnung zeichne ich jetzt die halbe Fürstfette ein, bringe die zum Schnitt mit der Obholzlinie und habe dann die Vorderkante und die Oberkante von meiner Fette. In der Rechnung berechne ich jetzt das kleine Stück, was der Sparren länger sein muss, um den Waageabschnitt anzeichnen zu können. Und jetzt möchte ich die Unterkante von der Fürstlasche berechnen. Dazu erstelle ich mir ein neues Dreieck aus der Fettenhöhe, den lotrechten Obholz und der Fürstlaschenhöhe. Bei der Zeichnung übernehme ich jetzt die Unterkanten. Einmal das lotrechte Obholz berechnen, dann das lotrechte Obholz plus die Fette plus die 12 cm von der Lasche, dann habe ich das Höhenmaß hier und kann das Breitenmaß von der Fürstlasche berechnen. Dabei ist zu beachten, dass ich dieses Maß nochmal 2 rechnen muss und dann noch die 16 cm von der Fette wieder dazu rechnen muss. Hier habe ich jetzt von der Drempelhöhe, die ich auch über das Obholz festgelegt habe, auf der zeichnerischen Seite die Höhe von der Balkenlage bestimmt, damit ich nachher meinen Pfosten messen kann. Die Rechnung, die ich auf der zeichnerischen Seite mache, sind die Umrechnung von dem normalen Maßen, also von den wahren Maßen in die Zeichnungsmaße, also im Maßstab 1 zu 20. Auf der zeichnerischen Seite fehlt jetzt noch die Pfostenhöhe. Dafür lege ich mir ein Dreieck auf Höhe der Drempelhöhe, also genau 1 Meter, und auf die Obholzlinie rein. Damit kann ich die Vorderkanten, die ich ja gegeben habe, nutzen und diese Grundseite von dem Dreieck ausrechnen und dann die Höhe von dem Pfosten bestimmen, wobei da noch die Schwelle abgezogen werden muss und der Meter Drempel dazu gerechnet werden muss. Und dann bin ich auf der rechnerischen Seite, glaube ich, schon fertig. Und kann einen Kaffee trinken gehen. In der Zeichnung lese ich jetzt auch die Maße schon ab und rechne die von dem 1 zu 20 Maßstab wieder zurück in die wahren Maße und schreibe die dann in meine Zeichnung rein. Apropos Kaffee trinken. Ich würde mich freuen, wenn ich nicht nur einen Kaffee trinken könnte, sondern wenn ihr auch abonniert, wenn euch das Video gefällt. Genau bei diesem Schritt, den ich jetzt gerade mache, also das Ablesen von den Maßen und das Übertragen in die wirklichen Maße, da passieren die Ungenauigkeitsfehler. Wir sind im Maßstab 1 zu 20, das heißt, jeder halbe Millimeter, den ich mich hier vermesse, ist ein Zentimeter in der Wirklichkeit. Die Maße nochmal so, dass man sie sehen kann. Das zählt jetzt nicht mehr zur Zeit dazu. Und einmal
ein Vergleich der Maße, damit man sehen kann, wie groß die Abweichungen von dem Rechnerischen zum Zeichnerischen sind. Beim Zeichnerischen fällt auf, dass ich wenig Millimetermaße habe, also Zentimetermaße, und selbst da bin ich nicht auf einen Zentimeter genau zum Teil. Hier habe ich eine Abweichung von 3,2 Zentimetern. Das sind 1,5 Millimeter, also nicht besonders viel, aber diese Abweichung ist halt da. Bei der Fürstflasche habe ich eine Abweichung von über 15 cm. Da ist irgendwas nicht in Ordnung, deswegen mache ich da das Fragezeichen hin. Beim Pfosten 4,25 m zu 4,26 m, also 1 cm Abweichung. Hier die Vorderkante, eine Abweichung von nur 4 mm. Damit kann man fast noch leben. Und bei dem Waageabschnitt eine Abweichung von 5 mm. Jetzt kontrollieren wir, wieso die Fürstlasche da auf der einen Seite so viel kürzer ist als auf der anderen. Und das liegt ganz einfach daran, dass ich hier das falsche Maß von der Fette genommen habe. Das verbessere ich jetzt gleich. Und hier sehen wir einen Nachteil von der Rechnung. Wenn ich nicht die Zeichnung dazu gemacht hätte, dann wäre mir dieser Fehler nicht so schnell aufgefallen. Vielleicht sogar erst beim Zuschnitt. Und das ist natürlich ärgerlich, wenn man dann tatsächlich ein ganzes Dach zugeschnitten hat und diese Hölzer dann einfach 15 cm zu kurz sind. Gut, nochmal der Vergleich direkt zwischen Zeichnung und Rechnung. Die Zeichnung hat 20 Minuten gedauert in der Anfertigung. Und mit der Rechnung war ich nach 15 Minuten bereits fertig und konnte eine Pause machen. Für die Zeichnung brauche ich Zeichenmaterialien und eigentlich auch ein bisschen mehr Platz. Der Maßstab 1 zu 20 ist schon relativ klein, da brauche ich dann für einen Maßstab 1 zu 10 bräuchte ich ein größeres Blatt, ein A2-Blatt. Außerdem brauche ich einen Taschenrechner, sowohl für die Zeichnung als auch für die Rechnung. Ja, der größte Nachteil von der Zeichnung im Maßstab sind die Ablesefehler. Im Maßstab 1 zu 20 habe ich bei 0,5 mm Verzeichnen schon 1 cm in der Wirklichkeit, was natürlich im Dachbereich ganz schön viel ist, wenn es passen soll. Wenn man so wie früher im Maßstab 1 zu 1 aufreißt, dann passieren solche Fehler nicht. Dagegen habe ich bei der rechnerischen Variante, wenn ich dann richtig rechne, sehr genaue Maße. In der Zeichnung ist es dafür kaum möglich, gravierende Fehler zu machen. Eigentlich sieht man, wenn die Konstruktion so nicht stimmt, und man kann sich zwar verzeichnen, aber es ist fast unmöglich, da wirklich schwerwiegende Fehler zu machen. Das geht bei der Rechnung ganz ohne weiteres und die fallen normalerweise noch nicht mal auf. Zumindest nicht, bevor es dann an den Abbund selber geht.
Ja, beim Zeichnen, ob das ein Vor- oder ein Nachteil ist, weiß ich nicht genau. Muss man, wenn man einen genauen Plan hat, was man dann zeichnen möchte, das heißt, wenn man sich vorher eine Skizze gemacht hat, eigentlich nicht mehr großartig nachdenken. Man muss das aufs Papier bringen, man muss das sehr ordentlich machen, man muss sich bemühen, dass man da sehr genau ist, aber großartig nachdenken muss man dann nicht. Während man bei der Rechnung natürlich Dreiecke finden muss, man muss sich die Winkelfunktion angucken, man muss sehen, dass man die richtige Winkelfunktion an der richtigen Stelle nimmt. Man muss sich überlegen, welche Punkte man genau ausrechnen möchte und wie man da am besten rankommt, ohne unnötig viel zu rechnen. Das heißt, hier ist Denken wirklich gefragt und nötig. Ich hoffe, das gab einen kleinen Überblick und bedanke mich, dass ihr zugesehen habt.